Hallo, liebe Pico-Freunde. Ich wollte Ihnen mal wieder ein kleines Video aus Shashan schicken. Ich war jetzt schon ein halbes Jahr lang nicht mehr hier und es wurde Zeit, dass ich mal wieder komme, um auch unseren Mitarbeitern für persönliche Gespräche zur Verfügung stehe. Eingereist bin ich über Hongkong, wo ich 3 Tage offene Hotelquarantäne machen musste. Ich bin in einem guten Hotel gewesen, ich konnte Essen aufs Zimmer bestellen, konnte spazieren gehen, also wie offener Strafvollzug. Deutlich besser als eingeschlossen sein im Zimmer. Nach 3 Tagen bin ich dann nach China gegangen. Das war ein etwas beschwerlicherer Weg, weil man braucht unheimlich viele Tests, man braucht zig Codes, die man auf sein Handy laden muss. Gott sei Dank haben mir meine Mitarbeiter dabei geholfen und ich konnte wirklich problemlos dann nach China kommen. An der Grenze wird man dann auf Busse eingeteilt. Die Dame, die da die Buszuteilungen machte, wollte mich dann unbedingt nach Shenzhen schicken. Das habe ich kategorisch abgelehnt, da ich wusste, dass ein Bus nach Dongguan fährt. Also habe ich mich renitent gezeigt. No, no, die sprach natürlich kein Englisch, logisch. Aber hinter mir war ein freundlicher Chinese, der mir dann übersetzt hat und der jungen Dame klar gemacht hat, dass der Westler da nach Dongguan will. Und dann war das kein Problem. Dann hat sie gesagt, ja, hier, da, rüber. Und also halt auf Chinesisch. Und ich bin dann in so einen abgetrennten Bereich gegangen und kaum war ich da, war auch schon der Busfahrer und hat uns gerufen und da sind wir mit 8 Leuten nach Dongguan gefahren. In eine Gemeinde, die nicht weit weg von Shashan ist, Liabu, und wir haben dort dann Eintritt bekommen in ein wirklich sehr gutes Hotel, ein Ramada-Hotel. Ich weiß nicht, welche hohen Parteimitglieder da normalerweise in Quarantäne kommen oder welche hochgestellten Persönlichkeiten. War richtig gut. Tolles Essen, ich konnte sogar à la carte bestellen aufs Zimmer, ich konnte sogar Bier und Wein bestellen, was eigentlich in Quarantäne für Chinesen verboten ist. Also es ging mir da ganz gut. Das waren dann angedacht 7 plus 3 Tage, wobei 3 Tage dann zu Hause im Flat gemacht werden können. Also hatte ich mich auf 7 plus 3, also 10 Tage eingestellt. Ich hatte dann Glück, dass in der Zeit, wo ich dort war, die Regelung umgestellt worden ist. Man hat dann gesagt, dass man die 7 Tage auf 5 Tage verkürzt, 5 plus 3. Und ich wollte dann erst nach 5 Tagen gehen. Dann hat aber das Hotel gesagt, nein, das ginge nicht, organisatorisch, Papier. Und ja, die wollten mich gehen lassen, weil man ja ein zahlender Gast ist. Ich habe mir dann überlegt, komm, bleib im Hotel, da ist es gut, da hast du dein Frühstück, da hast du dein Abendessen. Wenn du im Flat bist, musst du dich um alles selber kümmern. Also habe ich dann 5 plus 3 Tage gemacht und bin dann anschließend in die Firma gegangen. Ni hao. Ni hao. Am nächsten Tag bin ich dann durch die Firma gegangen und ich habe mich sehr gefreut. Fast alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben mich angestrahlt. Sie schienen sich wirklich sehr geehrt zu fühlen, dass ich mal wieder gekommen bin, den beschwerlichen Weg von Deutschland nach China auf mich genommen habe, gerade in der heutigen Zeit. Und sie fühlen sich eben auch wertgeschätzt, dass man sowas eben als Inhaber der Firma macht. Und das freut die Menschen dann. Und das gilt nicht nur für die Chinesen, das gilt genauso auch für die Deutschen. Was mich ganz besonders gefreut hat, war die Arbeit meiner Führungskräfte, die in den letzten 5 Monaten ja quasi den Betrieb alleine geleitet haben. Mein Business Manager Stone Lu und mein technischer Leiter Hermann Hang haben sie toll gemacht. Ich habe einen Betrieb vorgefunden, der gut organisiert ist, der sauber ist, wo man den Eindruck hat, dass arbeiten alle Mitarbeiter effizient. Es macht einfach Spaß, so einen Produktionsbetrieb zu sehen. Und wenn man in so einem Produktionsbetrieb auch noch Modellbahnen macht, dann ist das eine richtig tolle Geschichte. Und wenn es mal wieder Zeiten gibt,
wo man China normal bereisen kann und Sie vielleicht Lust und Laune haben, mal nach China zu kommen, sollten Sie vielleicht mal bei uns vorher anklingeln. Vielleicht kann man ja sogar einen Termin hier im Werk ausmachen, dass Sie sich das Werk mal anschauen können. Sie sind also herzlich gerne eingeladen. So etwas wie einen Tag der offenen Tür werden wir nicht veranstalten, aber vielleicht hat ja der eine oder andere mal die Möglichkeit zu kommen. Ich würde mich freuen. Niao. 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 Ja, es ist aber natürlich nicht so, dass wir überhaupt keine Probleme haben. Ein großes Problem, was wir haben, sind die fehlenden Mikrochips. Wir haben hier tausende Lokomotiven fertig rumstehen, die in Plastikbehältern, ich zeige es Ihnen nachher, die auf Decoder warten. Und das ist das Problem, dass wir dann eben, auch wenn wir ein paar Decoder bekommen, nur Soundlokomotiven ausliefern und normal Decoder einzeln überhaupt nicht zur Verfügung haben oder sie auch nicht zur Verfügung stellen können, weil wir das dann in die Neuheiten bei den Soundlokomotiven einbauen. Ein weiteres großes Problem sind die Container, die Laufzeiten der Container. Ganz besonders schlaue Menschen haben uns dann empfohlen, dass doch wir die gesamte Produktion in Deutschland machen. Erstens machen wir das in der Gartenbahnproduktion. Die gesamte Gartenbahnproduktion kommt aus Sonneberg. Zweitens würde so eine Produktion, wie wir sie hier haben, die wir jetzt seit über 13 Jahren aufgebaut haben, mindestens 2 bis 3 Jahre dauern, bis man sowas aufgebaut hat. Drittens würde uns das zig Millionen an Investitionen kosten, die wir dann für neue Produkte nicht mehr zur Verfügung haben. Und viertens würden sich die Preise mit Sicherheit verdoppeln. Sie sehen ja, ich zeige Ihnen das ja nachher auch nochmal, die einzelnen Arbeitsschritte, wie viel Arbeit da drin steckt. Und das kann man in Deutschland zwar bezahlen, aber das Produkt wird dann halt sehr teuer. Und der ganz schlaue Mensch würde dann sicherlich gerne anstelle von 250 Euro für eine Lok 500 Euro kaufen. Bloß von diesen ganz schlauen Menschen gibt es nicht so viele, dass wir insgesamt in Sonneberg und hier in Schaschan über 700 Mitarbeiter beschäftigen können. Aber kommen wir zurück zu den Containern. Das hat sich mittlerweile wieder einigermaßen normalisiert. Die Preise sind von ca. 17.000 Euro auf zwischenzeitlich 2.000 Euro gesunken. Die Laufzeiten sind zurückgegangen vom Mai 128 Tage. Jetzt wieder so in etwa 36 Tage. Und wir werden jetzt auch nochmal eine ganz schnelle Lieferung machen, einen Express-Train nehmen. Und wir hoffen, dass der Container, der morgen rausgeht oder übermorgen rausgeht mit der NOHAB, dass der dann noch Anfang Dezember bei uns eintrifft und wir Ihnen dann noch die Neuheiten ausliefern können. Seit September, wo die ganzen Container dann gekommen sind, die schon lange gelaufen waren, haben wir dann auch sehr viele Neuheiten bekommen, haben die an den Fachhandel ausgeliefert. Gehen Sie mal hin. Ihr Händler hat mit Sicherheit eine ganze Reihe von tollen Pico-Neuheiten und Sie werden begeistert sein, wie schön die ausschauen, was für eine gute Qualität sie haben. Und sie sehen nicht nur gut aus, sondern unsere Pico-Loks laufen auch. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Hier werden Ausbesserungsarbeiten gemacht, falls das nötig ist.
kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor. Hier schauen wir uns mal kurz an, wie die Pantographen gespritzt werden. Hier kommen jetzt einige Impressionen aus der Fertigung und im Subassembly Department sehe ich gerade, wie die Pantographen an die 1144 angebracht werden. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und sie prüft, ob die gerade stehen, ob sie auch beweglich sind. Und dann wird geschaut, ob sie auch die richtige Höhe haben. Und falls das nicht der Fall ist, muss noch ein bisschen nachjustiert werden. So wird das bei uns bei jeder einzelnen E-Lok gemacht. Und sie guckt dann nochmal, ob überall die Farbe auch sauber dran ist, bessert das eine oder andere noch aus. Und dann steht sie da, die ÖBB. Steht ja nicht nur eine da, sondern eine ganze Menge. Dann schauen wir mal wieder beim nächsten Arbeitsplatz nach. Ein ziemlich fieseliges Zeug. Aber dadurch sehen eben unsere Pantographen wirklich unheimlich authentisch aus und machen einen super Eindruck. Und jetzt nochmal die Damen alle von vorne, damit wir auch mal sehen, wer denn das alles hier so ist. Und wie ich schon sagte, steht halt leider hier alles voll. Ja, das war unser Leiter vom Assembly Department. Überall Loks, die noch nicht fertig gemacht werden können. Und jetzt gehen wir mal ins Assembly Department. Und dann läuft gerade die Pilot Production, eine Lok, die ich Ihnen noch gar nicht zeigen darf. Ja.
Ja. Jetzt werde ich mit Ihnen mal kurz an dem Band vorbeigehen, wo die holländischen Personenwagen gerade montiert werden. Fenster werden eingesetzt. Dann verklebt. Andere Seite. Geprüft, ob sie auch sauber sind. Dann wird der Wagenkasten mit dem Chassis verheiratet. Chassis wird da drüben montiert. Hier nicht, weiter vorne. Ups, macht nichts. Dann kommen die Drehgestelle rein. Und dann kommt der Ablauftest, um sicherzustellen, dass auch alle Radsitze montiert sind. Schauen wir mal, was noch interessant ist hier. Ja. Ah, was sehen wir denn da? Da sehen wir die Nohab. Aha. Die soll morgen in Container kommen, damit sie das noch vor Weihnachten bekommen. Und die sieht toll aus. Schauen wir es uns mal an. Hier werden Einzelteile zusammen gesetzt. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Jetzt gucken wir mal. Angesetzte Griffstangen, Treppenleiter. Angesetzte Scheibenwischer. Ein wirklich tolles Modell. Und ich finde, die Schnauze ist richtig gut getroffen worden von dem Kartoffelkäfer. Wow! Gefällt mir. Aber eine kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Eine Orange, die gefällt mir so gut, die werde ich mir sogar auf den Schreibtisch stellen. Die hab ich diese Woche gesehen, aber ich habe vergessen zu filmen. Vielleicht finden wir noch irgendwo eine. Und hier haben wir dann die Endkontrolle. Wir haben ja vorhin gesehen, dass die L44 die Pantographen erhielt. Und hier wird jetzt noch mal irgendwelche Einzelteile noch dran gesetzt. Ich glaube, der Rückspiegel. Und dann wird noch mal genau geprüft, ob alles auch in Ordnung ist. Okay, La? Okay, La? Jetzt will ich Ihnen noch mal die Montage einer TT Diesellok zeigen. Ja, eigentlich dürfen Sie die ja noch gar nicht sehen. Das ist ja eine Neuheit fürs nächste Jahr. Aber wir schauen uns das jetzt trotzdem mal an. So ein bisschen Spannung muss ja dabei sein. Huh? Und da sehe ich, da wird gerade unsere neue Kurzkupplung in TT montiert und eingesetzt.
funktioniert. Super. Und hier werden jetzt die Geländer montiert. Sehr filigran alles. Sehr ruhige Hand erforderlich. Wenn man das einmal mit dem Kleber an die falsche Stelle setzt, ist die ganze Lok versaut. Geländer ohne Ende. Und die müssen alle versäubert werden. Die hingen ja vorher an dem Spritzling dran. Die müssen alle einzeln abgeschnitten werden. Wie viele Mädels da alleine sitzen, die nur Geländer anmontieren. Oh, ist wieder ziemlich warm hier heute, obwohl es Ende November ist, haben wir 30 Grad. Ja, und da stehen sie, die Captrains. Ja, wir sorgen schon dafür, dass Sie, unsere Pico-Freunde, genügend Neuheiten fürs nächste Jahr bekommen. Unseren Montageleiter, Herrn Leo, habe ich gerade gefragt, mir eine rote zu zeigen. Hong, show me. Ah, hier sind sie. Okay. Okay. Das ist die DSB-Variante. Super Drehgestelle. Tolle Bedruckung. Okay, Shishi. Very nice model. Und die stehen hier. Wir warten nämlich auf die Bedienungsanleitung. Ich hoffe, die kommt heute noch und dann gehen sie morgen oder übermorgen in den Container. Ciao, Jen. Liebe Pico-Freunde und Freundinnen, ich hoffe, der kleine Durchgang durch die Fertigung hat Ihnen Spaß gemacht. Zum Abschluss möchte ich Sie doch noch daran erinnern, dass wir zum 31.12. dieses Jahres wieder unser Neuheitenprogramm freischalten. Schauen Sie bitte rein. Ich glaube, wir haben wieder tolle Neuheiten für Sie zusammengestellt. Viele sind schon in der Produktion. Vielleicht haben Sie schon heute ein bisschen was gesehen davon. Aber gut, ist nicht so weit, das ist so schlimm. Und nochmals als Erinnerung, nächstes Jahr wird es keinen neuen H0 und Gartenbahnkatalog geben, sondern nur Neuheitenprospekte. Die werden wir allerdings etwas ausführlicher gestalten und den H0 Neuheitenprospekt habe ich gestern auch gerade freigegeben. Anfang Januar werden mein Produkt- und Marketingmanager, Herr Matthias Fröhlich und ich, wieder ein Video drehen über die Neuheiten, die man schon anschauen kann, die man anfassen kann, von denen wir schon Muster da haben. Die werden wir Ihnen wieder gerne vorstellen, um Ihnen einfach schon mal den Einblick zu geben, das, was wir bei Pico ankündigen, werden wir auch ausliefern. Dieses Jahr wurde es ein bisschen knapp, aber nächstes Jahr, glaube ich, ist es wieder besser. Zum Abschluss möchte ich mich auch bei Ihnen für Ihre Treue bedanken, für Ihre Treue zu den Pico-Produkten, dass Sie wieder so viele Pico-Produkte gekauft haben. Und ich hoffe, dass Sie damit auch Spaß haben. Damit haben Sie auch wesentlich dazu beigetragen, dass wir das Jahr 2022 voraussichtlich einigermaßen gut abschließen können. Ich darf Ihnen nun eine frohe Vorweihnachtszeit wünschen, demnächst einen guten zweiten Advent, Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und ein fröhliches Modellbahnjahr 2023. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie gespannt auf unsere neuen Produkte und bleiben Sie Pico treu. Wir zählen auf Sie, wir brauchen Sie
Und ich kann Ihnen eins versichern, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Pico sich wirklich anstrengen, um Ihnen ein Produkt zu präsentieren, was Ihnen viel Freude macht. Und darauf sind wir auch ein wenig stolz. Alles Gute dann und tschüss.